Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation Remastered. Ich will mal HD sagen, aber ist das ja, es ist tatsächlich das Remaster, nicht nur der HD-Teil, den ich auch besitze. Das habe ich alles schon mal erwähnt. Ja, wir machen weiter mit der finalen Durchpower-Session für das Spiel. Bei der ich versuche hier das Spiel. Lass mich dir die ungeschnittene Version zeigen. Wir haben Bürger E gefunden mal wieder. Vertraue ihnen nicht. Bürger E. Hallo Minion. Bürger E, Bürger E, Bürger E. Wo zum Obst bist du? Für qui se prend-elle? Alter, wo zum Obst ist dieser Bürger E hin, Alter? Muss hier hinten irgendwo versteckt sein. Bürger E, Bürger E. Huch, mein Hals, Alter. Bürger E, wo bist du? Wer von euch ist Bürger E? Bürger E hat doch den Skin von einem normalen NPC, ist aber beim Adlerauge halt als irgendwie nicht normaler NPC hervorgehoben. Sie lokalisiert das, Bürger E. Nur eine Geste. Kaum genug. Ich kann Ihnen Lohn bieten, doch was bedeutet Geld ohne Freiheit? Eines Tages wird sie kommen. Oder du bringst sie. Ich weiß es. Und in der Zwischenzeit? Soll ich mir auf die Schulter klopfen, während sie tagtäglich misshandelt werden oder schlimmer? Die Templer werden die Sklaven niemals befreien. Sie halten selbst die Reichen in Ketten. Auch wenn das kaum einer vermutet. Gerald, wenn Vater meine Mutter nicht befreit hätte, wäre ich in der gleichen Lage. Doch er tat es. Dennoch schulde ich es ihnen. Okay, das war jetzt kein neues Bürger-E-Zeugs, aber... Let's see. Oh, ich dachte, jetzt gibt es hier die Sequenz. Dann gut, dann lasch mir noch nach oben. Ich freue mich schon so auf diese... Der letzte Tanz. Ein schwaches Glied eliminieren. Aveline. Gerald. Er ist zurück. Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich zwei Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten. Streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. Endlich hat der junge Mann ein bisschen... Ich meine, sie weiß es. Er ist nur so schüchtern. Die Leute mischen und Gespräche führen. Hey!
Revolution. Welch ein nobles Konzept. Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren. Ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen. Für mich. Ah, Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline. Immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Naja. Ihr Vater hat keinen Sohn, dem man das Geschäft übergeben kann. Ergo muss sie halt so ein bisschen ernst sein. Weil sie musste das Geschäft übernehmen. Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Ist sogar was, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Man kann sagen, was man will, aber Aveline ist gut in ihrem Job. Kann sich gut mit Leuten unterhalten. Was meint ihr, wen ich heiraten soll? Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Bitte, Senorita, ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie-Félicité, ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen. Damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Und erst ihr Teint. Sicher, sie ist ein enger Freund der Familie, doch... Ja, hier sind keine Leute mehr übrig, keine Grünen, mit denen ich Gespräche führen kann. Nein. Ziel lokalisiert. Mit was kann ich reden? Senorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Senor Vasquez. Si, si.
Vasquez betören und in eine stille Ecke locken. Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Sie, sie. Geht nur voraus. Alter, das ist... Ich meine, es ist der kreativste Bossfight, den ich seit langem gesehen habe, ja? Also Bossfight in dem Sinne ist auch hart übertrieben, aber... Die kreativste Art, einen Templer auszuschalten, die ich seit langem gesehen habe. Und einfach ein bisschen mit ihm flirten und mit ihm in eine stille Ecke gehen, weil man eventuell ein bisschen rummachen will. Aber dann macht er Bekanntschaft mit den wahren Waffen eines Assassinen. Oder einer Assassinin in dem Fall. Sie nimmt mich verschickt gegen, alles klar. Gute Nacht, Company Man. Company Man? Nein, das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen. Also ich wusste, dass das nicht der Company Man ist, weil ich das halt ja schon mal gespielt habe. Aber die Leiche gerade so kaputt Ragdoll. Es ist in das Remastered hier ist tatsächlich noch weniger Effort geflossen, habe ich das Gefühl, als in Skyward Sword HD. Wo ich bereits gehört habe, soll auch super wenig Effort reingeflossen sein. Das soll richtig sein. Also ich meine, richtig uff. Aber so richtig, richtig uff. Ach ja, und FIFA ist ja jetzt vorbei. Stimmt, ich muss ja auch anfangen, das neue Projekt für den FIFA-Nachfolger muss ich auch aufnehmen. Oh mein Gott, stimmt ja. Ja, das soll richtig hoch sein. Aber egal, wir gucken es uns selber an, machen uns immer einen Eindruck von Skyward Sword HD. Und schließt dann unser eigenes Fazit. Aveline, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Die Plantage verlassen. Der letzte Tanz. Ja. Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Aber, ja. Also, aber ich finde es gut. Also, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber meiner Ansicht nach hat der Vater Girald das hinterlassen, oder zumindest einen Teil dessen hinterlassen, was er auf Lien nicht vermachen konnte, weil er wusste, dass Girald sehr, sehr treuer Freund für Aveline ist und er eventuell auch die Vermutung hatte, dass die beiden später, also Nachricht aus dem Norden nach Norden gehen, um den Kompliment zu finden. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Companyman vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Ja, das ist nämlich die Big Surprise! A, gibt's ein cooles neues Outfit. Und B, die Spiele spielen parallel.
Und hat Ubisoft sich gedacht, BAM, Crossover. Zack. Wir befinden uns hier mitten in der Story von Assassin's Creed 3. 77 ist mitten in Assassin's Creed 3 Story. Ja. Also. Connor? Ich bin Aveline de Grandpré. Dein Bruder aus New Orleans. Ja. Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten. Officer Davidson. Aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Hier drüben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Ja. Heißt also, im nächsten Part werden wir diese Mission übrigens nochmal spielen. Denn es gibt noch ein weiteres Easter Egg in diesem Spiel. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los. Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Ja, denn es gibt noch ein weiteres Easter Egg in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob das HD, also HD Remake bzw. Remastered exklusiv ist oder ob es das bereits in der PlayStation Vita-Variante gab. Aber man kann dieses Level noch ein zweites Mal durchspielen. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, kann man dieses zweite Durchspielen dann natürlich. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, warum sie nicht die ganzen technischen Verbesserungen eingeführt haben und so weiter und so fort. Und mit Assassin's Creed 3 läuft zum gleichen Paket. Ja. Das. Man kann halt auch als Connor spielen, weil es ist halt einfach Assassin's Creed 3. Also vom Code her größtenteils. Nur halt ein abgespeckter. Und man hätte halt selbst für dieses New York-Ding, hätte man einfach diesen Abschnitt aus 3 nachbauen können. Mit den Bausteinen aus 3, weil die sind ja da drin im Spiel. Es ist ja ein Spiel, ja. Also 3 Remastered und Liberation Remastered. Diese Bausteine sind im Spiel, aber nein, man musste extra die Liberation-Bausteine, also ihr wisst schon, die Bäume und die Felsen und so weiter, musste man extra nochmal die Liberation-Bausteine einbauen. Statt den 3 Bausteinen. Es fragt nicht, aber. Ja, deswegen warte ich übrigens auch mein Leben lang einfach auf eine fucking Connor-Mod für dieses Spiel. Weil die Möglichkeit, als Connor zu spielen, ist ja im verdammten Gamecode enthalten. Man müsste es nur irgendwie einbauen, dass Connor auch die Peitsche verwenden kann. Als Move-Möglichkeit, aber ich bin mir ziemlich sicher, ein geschickter Modder kriegt das hin. 2000 Gold. Ja, moin, Junge. Zack, wir müssen den gleichen Tomahawk wie Connor, ne? Weil er meint, Connor ist Tomahawk. Deswegen. Ist schon cool, wenn wir zum ersten Mal mit Connor spielen in diesem Spiel. Kommst du darüber? Okay,
Ich dachte, die sagen jetzt noch was, deswegen habe ich mich gemutet gelassen, aber. Okay, ich nehme an, wir finden uns Richtung Ende von 77. Korrekt. Nicht, also wir finden uns jetzt Richtung Dezember, November 77 nicht. Nicht Januar und so weiter. Glaube ich. Weil der Unabhängigkeitskrieg wohl doch schon ein bisschen... Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Ja, weil ich denke, dass der Krieg hier schon ein bisschen fortgeschritten ist. Und das steht halt nur da 77. Uff, aber ich bin echt kein Experte, was den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg angeht. Alles, was ich über diesen Krieg weiß, habe ich aus Assassin's Creed 3 gelernt. Und aus Oversimplified. Das war's. Weil das deutsche Bildungssystem einfach eine einzige Katastrophe ist, wenn es um Geschichte geht. Ja, wir waren eigentlich bei Hitman nur Nazis und scheint trotzdem nicht zu reichen, weil wir haben immer noch irgendwelche braunen Vollidioten, die braun und blau verwechseln. Also ehrlich. Nazis sind scheiße. Ja. Also. Ehrlich, dass man sowas extra nochmal sagen muss. Mich mal. Saronis, Alter. Finden wir Officer Davidson. Zack. Schwupp. Ich glaube, man kann dieses New York Outfit danach, hat man freigeschaltet, kann man es auch übernehmen in den normalen Rest des Spiels. Glaube ich. Glaube ich. Aber ja, ich meine, das ist die vorletzte Mission sogar, also... Ich glaube, beim nächsten Mal haben wir echt nur noch... das sind die schweren Dullis aus 3. Damals waren sie nämlich noch leichter zu bekämpfen als dann im Nachfolger, in Black Flag. Damals konnte man nämlich die schweren Vollidioten noch auskontern. Davidson, würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Aveline. Boom. Most unüberraschende Surprise. Verrat. Ich werde es dir schon noch zeigen. Ja. Peitsche regelt. Was war das für Sounddesign? Das hat sich ja... Aha! Ja, wie gesagt, das... ist halt dieses halbherzige Remaster-Ding, was Ubisoft jetzt schon mit all ihren Remasters abgezogen hat. Auch wenn 3 tatsächlich bisher vermutlich das beste Remastered war. War es dennoch... Also,
kenne Ports, die mehr Effort reingesteckt haben als dieses Remastered. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest meiner. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha. Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja. Und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Das war mal die nichtssagendste Antwort EU-West, Alter. Junge, Connor, gut gemacht. Champion auf nichtssagende Antworten. Was hier ist noch was gehen? Okay, cool. Ja. Schweren Herzens geht sie nach Hause zurück. Ich weiß nicht, ob jetzt direkt eine Sequenz startet, deswegen will ich noch nicht den Part beenden. Sequenz. Die Wahrheit wird aufgedeckt, nun wartet die logische Schlussfolgerung. Okay, dann doch nicht direkt Sequenz. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, war es das mit dem Video und wir fanden uns doch am Anfang von 77, weil sonst wäre jetzt in Louisiana nicht so geil das Wetter. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns morgen wieder zum letzten Part und dann, oder übermorgen oder so. Egal, ja. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.